Ich möchte mit euch einen Vers lesen vorab. Ich mache so ein bisschen, dass ich ein kleines Thema vorweg vorschalte. Und zwar möchte ich mit euch den Vers anschauen in Psalm 29. Psalm 29, Vers 1. Gebt dem Herrn, ihr Göttersöhne, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Kraft. Oder gebt dem Herrn Macht. Ja, wie machst du das? Wie gibst du dem Herrn Kraft? Wie gibst du dem Herrn Macht? Irgendwie eine Idee? Oder welche Macht ist hier eigentlich gemeint? Das ist eine sehr wichtige Frage, weil sie wirklich zum Grundsätzlichen unserer Nachfolge gehört. Du gibst ihm deine Macht. Du gibst ihm deine Kraft. Und glaub mir, in Vers 11 heißt es, der Herr möge Kraft geben seinem Volk und der Herr wird Kraft geben seinem Volk. Das ist seine Kraft. Das ist ein guter Tausch, wenn er dein Vermögen nimmt und dir im Austausch sein Vermögen schenkt. Und das ist der ganze Clou im Christenleben. Der Herr will unser Vermögen haben, damit er uns sein Vermögen geben kann. Aber so fangen wir als Christen nicht an. Fast kein Christ fängt so an. Fast jeder Christ fängt so an: Herr, ich gebe mein Bestes, nach bestem Wissen und Gewissen. Herr, segne du das Werk meiner Hände. Und nachher bedanke ich mich, dass der Herr mir geholfen hat. Wenn ich nicht genug Liebe habe, Herr, schenk mir Liebe. Herr, mach mich geduldig. Herr, hilf, Herr, tu, Herr, mach. Und was wir gut können, da beten wir natürlich nicht, weil du bist eine gute Köchin, da brauchst du nicht beten, das kannst auch so. Dir die Schnürsenkel binden, kannst auch so, da brauchst du nicht die Kraft vom Herrn. Ja? Dich dein Gesicht waschen, kannst auch so, brauchst du nicht die Kraft des Herrn, von wegen. Und da fängt eben das absolut grundsätzliche Missverständnis an, dass der Herr sagt, lebe das Leben 2.0. Das Leben 2.0 unterscheidet sich gravierend vom Leben 1.0, das wir von Geburt auf haben, nämlich, dass der Herr den Reset-Knopf drücken will und dir alles, aber auch wirklich alles, neu laufen lassen will. Das heißt, der Herr will, dass du nicht aus eigener Kraft kochst, obwohl du die beste Köchin bist. Der Herr will nicht aus eigener Kraft dich rasierst, dir das Gesicht wäscht. Der Herr will nicht aus eigener Kraft dir die Schnürsenkel bindest. Der Herr will nicht, dass du aus eigener Kraft irgendwas tust, und wer ist das Selbstverständlichste, Einfachste und Leichteste auf der Welt? Der Herr will in allem unsere Lebenskraft sein, unser Vermögen sein. Und er will, dass wir in 10.000 Dingen jeden Tag ihn importieren, ihn nehmen, ihn als Sohn, den Sohn nehmen, ihn beanspruchen, ihn importieren in unser Leben und aus seiner Kraft leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben, hat Luther erkannt, Habakuk, wird dreimal im Neuen Testament zitiert, eine wichtige Bibelstelle für die Bekehrung. Ja, aus Glauben sind wir bekehrt, der Gerechte wird aus Glauben leben, aber dass sich das auf das ganze Christenleben 24/7, Sekunde für Sekunde, Moment für Moment bezieht, das war uns nicht so klar. Aber das ist das Leben 2.0. Der Herr will unser Alles sein und er will, dass wir in jedem Moment unsere Kraft ihm geben, damit er seine Kraft uns geben kann. Denn der springende Punkt ist der, er gibt kein Promille seiner Kraft hinzugefügt zu unserer. Der Herr ist exklusiv, der Herr ist eifersüchtig, der Herr gibt uns alles von sich, wenn wir ihm alles von uns geben. Wenn wir unsere Hände völlig leer machen, alles fallen lassen, will der Herr uns zu 100% sein Vermögen geben. Aber der Herr wird absolut erzürnt sich weigern, auch nur ein Quäntchen dazu zu geben, zu dem, was wir ohne ihn machen können. Der Herr ist kein additiver Gott, sondern der Herr ist unser Ersatz. Er will statt unserer Kraft wirken und nicht hinzugefügt. 70% schaffe ich ganz gut alleine, wenn ich nicht mehr weiter weiß, Herr, könntest du doch einspringen. Der Herr ist kein Lückenbüßer, das ist nicht der God of the Gaps. Er ist nicht der Lückenbüßer, er ist nicht der, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann kommt das Stoßgebet.
wenn wir in Not sind. Er ist kein Notnagel. Er ist keiner, der auch nur irgendwas Scheufall drauflegen will, sondern er ist der Gott, der sagt, gib mir Kraft und ich gebe dir Kraft. Amen. Und wenn du keine Kraft hast, dann ist es wahrscheinlich, weil du auf eigenen Ressourcen läufst, auf eigener Power läufst. Und deswegen finde ich diesen Psalm 29 so gut. Wir sind die Göttersöhne und wir geben ihm Kraft. Welche Kraft? Unsere. Und am Ende gibt es Kraft seinem Volk. Welche Kraft gibt es seinem Volk? Seine. Halleluja. Das gleiche finden wir übrigens im Psalm 68. Und da steht geschrieben, ich finde es eine Offenbarung, oder? Ich weiß nicht, ob wir den Vers immer schon so gelesen haben. Ich nicht. Psalm 68, da steht, ja, wenn ich jetzt das genau wüsste, in meiner eigenen Bibel habe ich es markiert, das ist eine andere Bibel jetzt, 35. Und zwar heißt es da, gebt Gott Macht. Gebt Gott Macht. Welche Macht? Unsere Macht. Gott will deine Macht haben, will deine Kraft haben. Und wir sind für Gott nicht zu schwach, wir sind für Gott zu stark. Wir behindern ihn durch unsere Stärke, nicht durch unsere Schwäche. Denn wären wir schwach, würden wir ihn begehren. Es gibt auch diesen wunderbaren Vers in Epheser 6,10, wo es heißt, seid stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke, nicht eigener Stärke. Ich weiß nicht, wie oft wir diesen Satz schon mal religiös berieselt gehört haben, sei stark in dem Herrn, der Macht seiner Stärke, sei stark in dem Herrn, der Macht seiner Stärke, sei stark in dem Herrn, der Macht seiner, ach, seiner Stärke. Seine Stärke wirkt aber erst, wenn wir unsere Stärke fallen lassen. Es ist ein absolutes Verdrängungsprinzip, solange noch eigene Stärke da ist, ist seine Stärke nicht dabei. Du kannst beten, bis du schwarz wirst. Herr, hilf, Herr, mach, Herr, tu. Herr, hilf mir, Herr, ergänze. Der Herr ergänzt nichts. Lass die eigene Stärke fallen, dann wird er seine Stärke uns verleihen. Entweder ist die Badewanne voll Wasser oder Obelix springt rein, dann ist die Badewanne leer und Obelix ist drin, aber es ist ein Verdrängungsprinzip. Versteht ihr, was ich meine? Ja, also es ist entweder ist der Herr drin oder du bist drin in der Wanne. Aber einer von beiden ist drin, ja? Also einer von beiden ist die Lokomotive, entweder deine Kraft oder sein. Ich hoffe, du lernst heute Nachmittag was. In 2. Timotheus 2,1, da steht auch etwas Interessantes. In 2. Timotheus 2,1, du nun, mein Kind, sei stark, hört sich gut an, sei stark, aber nicht in irgendwas, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Gnade ist, wenn wir Jesus ziehen. Gnade ist, wenn wir aus Glauben, aus Vertrauen leben. Das tun wir, wenn wir unser eigenes verachten, verwerfen und seins nehmen. Du kannst seins nicht nehmen, wenn du voll bist mit dir selber. Du musst deins abweisen und seins ziehen. Du ziehst ihn, du ziehst den Sohn, du ziehst Gnade, dann bist du voll mit seiner Kraft, seiner Stärke. Solange du aber ihn nicht ziehst, oder noch besser gesagt, solange du dein eigenes nicht leer machst, kannst du nichts nehmen. Denn du bist voll von dir selber. Ein zweiter Vers ist 1. Korinther 16,13. Und da ist auch sowas Ähnliches. Haben wir auch vielleicht schon oft gelesen, aber nie in dem Zusammenhang so klar und so deutlich, so glasklar empfunden oder gelesen. 1. Korinther 16,13. Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Wie sind wir stark? Indem wir fest im Glauben sind. Nicht an unsere Eigenkraft, sondern an seine. Und 2. Korinther 12, 10b heißt, ich will mich am liebsten rühmen, sagt Paulus, meiner Schwachheit, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Worin bin ich schwach? In meinem eigenen Vermögen. In meinem eigenen Können bin ich schwach. Warum bin ich dann stark? Weil dann seine Stärke mich flutet. Wenn ich in mir selber schwach bin, füllt er mich mit seiner Stärke. Bin ich in mir stark, bleibt er fern von mir mit seiner Stärke. Darum geben wir ihm Macht, geben wir ihm Kraft, geben wir ihm unser Vermögen, werden in uns schwach, leer und bedürftig und er flutet uns mit seinem Vermögen, seiner Kraft, die unerschöpflich und
ermüdlich ist. Ja, das ist also dann praktisch das Patentrezept gegen Burnout. Das ist die unbegrenzte Gnade und das unbegrenzte Vermögen in ihm. Gut, das war so ein bisschen zum Aufwärmen. Ich dachte mir, es würde euch vielleicht interessieren. Hat mich diese Woche an Offenbarung getatscht und geflasht und dachte mir ein bisschen so, zum Einstieg, zum Aufwärmen, sehen wir so ein bisschen einen großen Austausch. Und wenn wir das Moment für Moment praktizieren, dann sind wir im Leben 2.0 drin. Im Leben aus Glauben. Jetzt möchte ich weitermachen. Wir haben letztes Mal die Laser-Offenbarung gehört. Was ist die Laser-Offenbarung? Weg vom Vielen hin zum Einen. Weg vom Vielen hin zum Einen. Nicht mehr Schrotflinte, bündeln, Laser. Gut, Laser-Offenbarung. Im Glauben, im Gebet. Und das Prinzip, was ich jetzt ansprechen möchte, baut direkt auf dem auf. Und ist das Prinzip der Kumulation. Auf gut Deutsch Anhäufung, Zunahme, Kumulation, lateinisch. Wichtig ist einmal, dass wir verstehen, das Übernatürliche beginnt nicht im Sichtbaren, sondern im Unsichtbaren. Aus Glauben erkennen wir, dass die Welt, das Erscheinende, nicht aus Sichtbarem geworden ist. Das Übernatürliche beginnt im Unsichtbaren. Dort sind deine Ersatzteile. Ja, die Ersatzteile für dein Auto finden sich nicht im Schauraum deiner beliebten Autohauses, die finden sich irgendwo auf deinen Blicken verborgen im Lager. Okay? Daher hat auch ein Lager, wo unsere Ersatzteile liegen. Was meine ich damit? Die Niere, die du brauchst, die Organe, die du brauchst, die Dinge, die du vielleicht von Geburt an nicht funktionieren bei dir, das sind die intakten Teile alle da, in seinem unsichtbaren Ersatzteillager, im Geist. Das sind dann kreative Wunder möglich, kompletter Austausch von allen Dingen, eben das komplette Wunderprogramm ist möglich im Übernatürlichen, aber es ist im Unsichtbaren, es macht es ein bisschen schwer für uns. Darum sind Wunder so selten, weil wir so stark im Sichtbaren leben. Aber wir wollen doch mehr rein ins Unsichtbare, ins Übernatürliche. Und ja, weil auch gefragt wurde, wir waren heute in einem Gottesdienst und der Gottesdienst war schön, aber die Dimension des Übernatürlichen war überhaupt nicht angestrebt. Es war ein Gottesdienst, glaube ich, das kann man so sagen, der vollkommen im machbaren Bereich war. Im organisierbaren Bereich, im kreativen Bereich, im talentierten Bereich, was Menschen so können, durch talentiertes Schauspielen und Machen und alles. Aber es war in keinster Weise eine Sehnsucht da nach dem Übernatürlichen. Es gibt überhaupt nicht so viele Christen, habe ich gemerkt, die hungern und dürsten nach dem Bereich der Wunder und der Herrlichkeit und dem Übernatürlichen. Ganz viele sind zufrieden mit dem Machbaren. Wenn die Finanzen stimmen, wenn die Zahl der Gottesdienstbesucher wächst, wenn das Programm stimmt, wenn kreatives Anspiel da ist, passt doch ja alles. Aber dieses Buch ist von Anfang bis Ende ein übernatürliches Buch. Er ist ein Gott der Wunder. Und ich weiß, wie es dir geht, aber du bist deswegen wahrscheinlich hier, weil du das Übernatürliche anstrebst. Denn sonst gäbe es ja so viele andere Gemeinden, die mehr Leute haben, mehr Geld, mehr Möglichkeiten, wo mehr Kreativpool da ist, um sich auf seine Kosten zu kommen. Aber hier soll eine Kaderschmiede sein, Wunder zu wirken, Wunder zu erleben, hineinzureichen ins Unsichtbare. Und wenn du das möchtest, wenn du danach hungerst, bist du hier richtig. Und jetzt ganz ein wichtiges Prinzip, der Glaube, das haben wir letzten Sonntag schon gehört, ist nur zum kleinsten Teil für Wahrhalten. Das Fürwahrhalten ist ein statisches Element des Glaubens. Nennen wir es 1% der ganzen Glaubensbereichs und 99% ist ein anderer Bereich. Den Bereich, dieser kleine Bereich, der statisch ist, weil du einfach Wahrheiten für wahr hältst, mit Zustimmung denkst, ganz fest zustimmst. Sehe ich auch so, sehe ich auch so. Die Bibel sagt, ich sehe es auch so, fest glauben. Verstehst? Dieser Bereich, dieser statische Bereich, wo du dir praktisch dieses Bewusstsein, dass es so ist, reinhämmerst, ist das, was jeder Heide kann. Dazu braucht es keine übernatürliche Komponente. Das kann jeder Positivdenker, das kann jeder Heide, jeder Esoteriker. Da braucht es kein Opfer vom Kreuz, das kann jeder Religionsanhänger, es kann jeder, das gehört zum Bereich dessen, was wir glauben. Ich glaube heute,
Heute wird es noch länger schneien. Ja? Das glaube ich ganz fest. Es wird noch länger schneien. Ja? Das kannst du glauben. Ich glaube auch, dass heute Sonntag ist und nicht verrechnet habe, dass man nicht am Montag hier sitzt, sondern das glaube ich ganz fest. Ja? Verstehst du, das sind statische Dinge, die du ganz fest annimmst und die haben nichts Übernatürliches. Dazu braucht es Gott nicht. Du glaubst es einfach. Das ist der kleinste Bereich. Das ist das 1%. Und wir haben manchmal gedacht, das wäre alles. Aber der größte Bereich des Glaubens ist ein substanzielles Element. Es ist eine unsichtbare Substanz, die sich organisch, lebendig, eine lebendige Substanz, die sich bewegt, die zunehmen kann, die abnehmen kann, weil wenn sie nicht zunehmen könnte, würde ich nicht sagen, solch großen Glauben habe ich nirgends gefunden. Im Fest für Wahrhalten gab es viele, die Weltmeister drin waren. Aber in diesem so großen Glauben hat in Israel keinen gefunden, den Hauptmann und so weiter. Deshalb, dieser Glaube ist etwas Dynamisches, etwas Übernatürliches, etwas, was von Gott kommt, aus dem Geistbereich kommt. Und dieser Glaube wird getragen oder wird transportiert durchs Wort Gottes. Das Wort Gottes ist aufgeladen mit dieser Glaubenssubstanz. Und wenn wir das Wort Gottes nur lesen und für wahr halten, berühren wir diese Schale, dieses 1%. Aber es kommt zu keiner Übertragung dieser 99% Glaubenssubstanz. Und die kommen erst, wenn wir in eine intime Beziehung mit Gott über sein Wort eintreten und uns über Stunden, Tage und Wochen mit dem Wort beschäftigen. Und zwar unendlich viel mehr, als unser Verstand es cool findet. Unser Verstand ist nach dem 5. Mal Lesen schon gelangweilt. Ja? Und der Verstand hat einfach Klappe zu halten, weil der ist nicht gefragt. Der Verstand kann mit diesem Glauben Gottes nichts anfangen, gar nichts. Der Verstand ist am Limit mit dem 1% und sagt, jetzt komm was Neues. Und du sagst, nein Verstand, du kannst gar nicht glauben, du kannst für wahr halten, aber glauben kann mein Herz. Mit dem Herzen wird geglaubt und das Herz kann greifen, kann ziehen, kann essen, kann Raupe Nimmersatt sein. Ja? Und dieses unser Herz müssen wir ernähren mit dieser Glaubenssubstanz des Wortes Gottes. Und wenn wir das machen, wenn wir das exzessiv machen, also wirklich Raupe Nimmersatt, nicht mal den Vers habe ich auch schon mal gehört oder gelesen. Oder den glaube ich auch. Nein, Tag und Nacht brütest du drüber. Verstehst du, das Ei wird auch nicht ausgebrütet im Instantverfahren. Und die Schwangerschaft wird auch nicht. Die Mütter wissen das, kommt auch nicht durch Knopfdruck das Kind heraus. Sondern es braucht Brüten, es braucht Ausbrüten, Austragen. Und das Gleiche braucht es beim Wort Gottes. Und dann wächst der Glaube. Und dann kommt es zu dem, worüber wir heute sprechen, zu einer Kumulation. Der Glaube nimmt zu. Haben wir das verstanden? Glaube ist nicht on-off. Glaube ist nicht, hast du Glauben oder hast du keinen Glauben? Wir alle haben, würde ich mal sagen, etwas Glauben, der eine hat mehr und andere hat weniger Glauben. Und vielleicht haben wir auch schon mal mehr Glauben gehabt für Heilung und jetzt ist es weniger geworden. Weil der Glaube muss wirklich ständig ernährt werden, das ist etwas Lebendiges. Also Glaube geschieht nicht einfach so. Glaube passiert nicht einfach so. Sondern Glaube folgt ganz klaren Gesetzmäßigkeiten. Ganz klaren Gründen. Glaube hat Gründe. Es hat Gründe, warum du schwach im Glauben bist. Es hat Gründe, warum du stark im Glauben bist. Es hat ganz klare Gründe. Und das Problem ist, wenn der Glaube nicht lange genug genährt wurde, dass er sich nicht manifestieren kann. Das heißt, der Krebs wird siegen. Und zwar nicht, weil es, verstehst du, das steht zwar drin im Wort Gottes, in deiner Wunden bist du geheilt, und das stimmt auch, und das ist auch wahr, und Gott will auch den Krebs besiegen oder irgendwas, aber um das zu manifestieren, braucht es das Erreichen dieses Schwellwerts, dieses Sättigungsgrades, dieses angehäuften, kumulierten, substanziellen, wie soll ich sagen, es braucht dieses, dass das Wasser erst bei 100 Grad kocht und nicht bei 95. Das braucht es.
Und der Teufel wird alles dran setzen, deinen Glauben vorher abzutreiben, abzulenken oder sonst was zu machen, damit du nicht auf die 100 Grad Teewasserkochen hinkommst. Er wird alles versuchen, die Manifestation zu verhindern. Und wirklich, es kann im tragischsten Fall sein, dass dich bei 99% aus der Kurve kickt oder du dich rausbringen lässt, ja. Also auf der Zielgeraden, 3 Meter vom Ziel, und dann siegt die Krankheit oder siegt der Umstand oder was auch immer dann siegt. Und du denkst, du hast ja so viel Glauben gehabt und du hast so viel Glauben aufgebaut, sogar über Jahre. Und es ist sogar, stimmt sogar, aber verstehst du, es kommt nicht darauf an, dass du Glauben aufgebaut hast, sondern hast du die Demarkationslinie überschritten? Hast du deinen Rubikon überschritten? Hast du den Schwellwert erreicht, wo es manifestiert oder nicht? Das ist das Einzige, was interessiert. Verstehst du, knapp verfehlt ist auch daneben. Du kannst total faul sein und gar nicht brüten über dem Wort Gottes und einfach nur ein Verstandesbibelleser sein, dann wirkt es natürlich nicht. Ganz klar. Du hast dich gar nicht auf den Weg gemacht, bleibst im 1% stehen. Oder du kannst es zu 99% bringen, aber wenn du nicht zur Manifestationslinie kommst, kannst du trotzdem nicht manifestieren. Und deshalb, es zählt nicht, dass du fleißig warst, es zählt nicht, dass du schon lange proklamierst und glaubst und brütest. Du musst so lange weitermachen, bis es zur Manifestation kommt. Sonst war es eigentlich dann doch für die Katz. Du kannst der Fleißigste sein, wenn du kurz vom Ziel aufhörst, ist es, wie wenn du gar nicht erst gestartet wärst. Unfair hört sich's an, aber versteht ihr, was ich meine? Ja. Knapp verfehlt es auch daneben. Eine geistliche Gesetzmäßigkeit, du musst den Schwellwert für die Manifestation erreichen, koste es, was es wolle. Glaube ist nicht statisch, Glaube ist nicht on-off, Glaube ist nicht, was ich habe oder nicht habe. Verstehst du? Glaube ist nicht schwanger sein. Du kannst nicht ein bisschen schwanger sein, ein bisschen viel schwanger sein. Du bist schwanger. Schwanger sein ist on-off, ja? Das ist wie auch, ja, das ist on-off. Aber nur weil du schwanger bist, ist das Kind noch nicht geboren, ja? Es braucht noch 9 Monate dessen, damit es zur Manifestation kommt. Und so ist es auch. Hast du Glauben? Ja, ich weiß, dass ich Glauben habe. Gut, schön für dich. Aber kommt zur geistlichen Schwangerschaft des Glaubens. Kommt zum Austragen, zur Geburt des Glaubens. Lasst euch mal beraten von der aktuellen Spezialistin. Ja, vielleicht wäre es schon lustig, wenn es da wäre, aber nein, es braucht noch ein bisschen. Da muss noch gebrütet werden. Da hilft kein gut Zureden und gar nichts. Ist sie schwanger? Ja. Ist sie schon länger schwanger? Ja. Aber trotzdem ist das Kind noch nicht da. Glaubst du schon länger für einen Durchbruch? Ja. Bist du fleißig? Ja. Brütest du schon? Betest du viel? Ja. Aber die Manifestation braucht noch ein bisschen was dazu. Du sagst, Michael, schön, gut, nette Theorie. Ich möchte mal den Schriftbeweis dafür haben. Gut, wir kennen alle die Heilung von dem Hauptmann, syrischen Hauptmann Naaman. Der wurde vom Propheten Elisa beauftragt, 7-mal sich in das dreckige Wasser zu tauchen, ja, und er hat gezetert und geflucht und sich beschwert, was das Zeug hielt. Er sagte, haben wir nicht genügend saubere Flüsse zu Hause, bin ich den ganzen Weg gekommen, um mich in diesen, ich sage nicht, dass es in der Ganges war, also so dreckig war der Jordan auch nicht, aber für die Verhältnisse, für die Begriffe vom Naaman war das kein angenehmes Erlebnis. Und er taucht 1-mal unter und es war eine Überwindung, glaub mir. Er taucht 2-mal unter und es war eine Überwindung. Er taucht 3-mal unter und spuckt Wasser und schluckt schon und denkt sich, das ist die Höhe. Er taucht 4-mal unter, er taucht 5-mal mit äußersten Zähne zusammenbeißen unter, er taucht 6. Mal unter, aber jetzt glanz. Weil das ist Menschen nicht zumutbar. Und stell dir vor, er wäre nach dem 6. Mal wutschnaubend von dannen gestapft. Was wäre passiert? Der Aussatz wäre geblieben. Weil erst nach dem 7. Mal die Kumulation erreicht war. Er hat sich 6-mal überwunden. Er hat 6-mal, ist er 1000 Tode gestorben. Aber es hat nicht gereicht. Beim 7. Mal kam es zur Manifestation. Nächster Fall, die Mauern von Jericho. Kasperle-Theater, 1-mal drumherum ziehen.
Da oben die Feinde, bewaffnet bis an die Zähne, ja, haben runtergegrinst, haben gedacht, was machen die, die Clowns da? Blasen da und ein Ständchen, ziehen da, jeden Tag ziehen die mal um die Stadtmauern rum. Prozession, ja, um nichts Besseres zu tun. Also sie haben sie echt einen Ast gelacht. Jeden Tag wieder. Wenn die nach 6 Tagen gedemütigt werden, nach 6 Tagen, na, es ist die neue Kriegsführung. Da. Verstehst du? 6 Tage von langer Nase und 6 Tage von Demütigungen und 6 Tage, was weiß ich, was die runtergeworfen haben an Fäkalien und Blödsinn. Verstehst du? 6 Tage lang, wirklich muss das sein, wenn sie aufgehört haben nach dem 6. Tag. Aber nein, der 7. Tag musste kommen. Und am 7. Tag mussten sie auch rum. Aber nicht bloß einmal, sondern 7-mal. Am 7. Tag wurde die Latte noch mal ein bisschen angehoben. Da langte nicht 2-mal, da langte nicht 3-mal am 7. Tag. Da haben sie praktisch das Ganze noch mal getoppt von allen 6 Tagen vorher an einem einzigen Tag. Immer schön Karussell. Immer schön, immer wieder um die Stadt. Ja? Und immer blasen. Ja? Wenn die jetzt nach 6-mal rumziehen gesagt haben, also jetzt, Josua, jetzt meutern wir, jetzt kannst du niemanden mehr motivieren, jetzt langt's uns, wäre die Mauer gefallen. Weißt du, dass es nicht einmal regnet, ohne eine Kumulation von Feuchtigkeit, von, ja, in der Wolke? Das können irgendwie die Wetterspezialisten, Meteorologen nennt man sie, ja, die können das besser erklären, was passieren muss, wie viel sich kumulieren muss, wie viel aufsteigen muss, wie viel sich kumulieren muss, dass die Wolke dann das Wasser freigibt. Es regnet nur durch Kumulation. Du betest, du proklamierst, du siehst das Erbeten schon in deiner Vorstellungskraft. Es ist zum Greifen nahe. Aber äußerlich ist nicht sichtbar und ist nicht sichtbar und ist nicht sichtbar. Der Teufel kommt, kannst du auch sparen, oder? Und du fragst dich, ist alles für die Katz. Aber es ist nicht für die Katz. Obwohl du äußerlich nichts siehst, obwohl du dir äußerlich dumm vorkommst, bei allem Beten, bei allem Säen, du säst im Glauben, du säst, glaubst an Saat und Ernte, und es kommt nicht zur Ernte. Ist alles für die Katz? Oder passiert etwas, was man äußerlich nicht sieht? Passiert eine Kumulation. Nimmt unsichtbar in dir der Glaubenspegel zu. Nimmt in dir die Glaubenssubstanz zu. Steigt der dynamische, substanzielle Glauben in dir an. Mehr und mehr und mehr. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. 1. Könige 18. 1. Könige 18. Und zwar heißt da diese Geschichte von Elia auf dem Berg Karmel. Und da heißt es dann ab Vers 42. Da ging Ahab hinauf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel. Und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halt die Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und er sagte, es ist nichts da. So wie wir oft sagen, meine Ernte ist nicht da. Meine Beförderung ist nicht da. Die Gunst und für dich Glaube ist nicht da. Die Heilung ist nicht da. Und er sagte, geh wieder hin. So 7-mal. Was ist? Ist nichts da. Schick ihn wieder los. Was ist? Nichts da. Schick ihn wieder los. Schick ihn wieder los. Für die Katz? Nein. Jedes Mal Kumulation, 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 Kumulation. Das gleiche wie 7-mal Jericho, das gleiche wie 7-mal im Jordan dümpfeln. Das gleiche. 7-mal. Und es geschah beim 7. Mal, nicht beim 6., nicht beim 5., es geschah beim 7. Mal, als der Schwellwert passiert und durchbrochen wurde,
Da sagte er, siehe eine Wolke, so klein wie die Hand eines Mannes, steigt aus dem Meer heraus, fast kaum wahrnehmbar. Von Ferne eine klitzekleine Wolke, mit viel Fantasie konnte das als Wolke ausmachen. Da sagte Elia, geh hinauf, sagt zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Bei so einer Wolke, ein paar Tröpfelchen, wenn es überhaupt kommt. Und es geschah dessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein starker Regen. Und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia. Ja, Kumulation. Weißt du, dass das zweite Kommen, das Wiederkommen des Herrn eine Kumulation braucht? Denn er wird wiederkommen mit den Wolken. Das haben wir schon mal so gehört. Es müssen sich die Wolken bereiten, damit er mit diesen Wolken wiederkommen kann. Es muss aus dieser Wolke kommen. Daher kann ich einfach so wiederkommen. Es braucht eine Kumulation von Dingen, von Gebeten, damit er wiederkommen kann. Das erste Kommen des Herrn erforderte, habt ihr euch gedacht, eine Kumulation. Da heißt es nämlich in Galater 4,4, jetzt kommen wir zum Neuen Testament, du sagst, das waren die Bibel aus dem Alten, jetzt kommen wir zum Neuen, Galater 4,4, da heißt es, haben wir auch schon oft gelesen, als aber die Zeit erfüllt war, als die Fülle der Zeit kam, mit anderen Worten, als die Kumulation ausreichend gediehen war, sandte Gott seinen Sohn. Nicht vorher. Vorher war es nicht möglich. Es brauchte diesen Sättigungsgrad, diese Sache. Oder Markus 1,15, das sagte Jesus, die Zeit ist erfüllt, tut Buße und glaube das Evangelium. Die ersten Worte von Jesus, mit denen er seinen Dienst begann, waren, die Zeit ist erfüllt, die Kumulation ist erfolgt. Jetzt könnt ihr Buße tun, nicht vorher. Jetzt ist die Kumulation da. Jetzt kann Manifestation geschehen, jetzt kann der Sohn Gottes offenbar werden, um die Werke des Feindes zu zerstören. Dann zum Beispiel Lukas 2,37, da haben wir auch eine Kumulation. In dieser schönen Lichtmessgeschichte, da erscheint ja der Familie Maria, Josef und Jesus, Kind, erscheint da die Prophetin Hanna im Tempel. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag. Tag und Nacht, Nacht und Tag, Tag und Nacht, Nacht und Tag, Tag und Nacht, Nacht und Tag, unentwegt mit Fasten und Flehen. Glaubt, hat sich ihr Verstand mal gelangweilt? Immer dasselbe beten, immer herlassen den Messias kommen, immer dasselbe. Sie hat die Wolke angereichert. Sie hat die Wolke befüllt, damit die Zeit erfüllt sein konnte. Ich glaube, diese Frau Hanna war der entscheidendste Player, damit Jesus kommen konnte. Die war das letzte Glied in der Kette, damit Jesus zum ersten Mal als Messias kommen könnte. Also das ist eine kolossale Heldin, die Hanna. Kommt nur kurz mal vor, ein altes Weiblein kommt mal kurz vor im Tempel. Und ich sage, es ist eine Königin wie Melchisedek oder sonst wer. Die ist übermenschlich. Tag und Nacht war die auf Fokus. Tag und Nacht fasten, flehen, nicht alle gerade sein lassen im Schaukelstuhl, im wohlverdienten Ruhestand. Nein, 84, voller Fokus. Kumulation. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihnen zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Wisst ihr, dass Pfingsten, dass der Heilige Geist in Kraft kommen konnte, eine Kumulation erforderte? Es steht, vielleicht wird euch Bibelstellen heute klarer, Apostelgeschichte 2, Vers 1, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war. Was heißt denn erfüllt? Eine Kumulation musste erfolgen, damit das Pfingstfest sich ereignen konnte. Und was passierte dann? Da kam die Wolke. Da waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel, was kommt aus dem Himmel? Die Wolke. Ein Brausen,
wie beim Sturm. Als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Was passierte da? Die Wolke kam. Die Kumulation war erfolgt. Deshalb war der Pfingsttag erfüllt. Und natürlich sehen wir, was das Samen-Ernte anlangt, in der Lehre von Paulus, das sehen wir in Galater 6 folgendes. Da steckt auch die Kumulation dahinter. Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Warum sagt man das? Weil es so scheint, als ob es nichts bringt. Als ob es alles für die Fische ist, alles für die Katz ist. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Mit anderen Worten, wenn wir dranbleiben bis zur Kumulation, dann werden wir ernten. Heilung ernten, Finanzen ernten, Durchbrüche ernten, Segen ernten. Ein Grund, warum wir in manchen Bereichen viel mehr und viel länger glauben und beten müssen, als wir es uns jemals hätten träumen können, als wir sie getan haben, liegt daran, dass wir nicht ahnen, wie groß die Aufgabe ist. Weißt du, die Hanna, die hieß auch Hanna, die hat gebetet um einen Sohn, weil sie die Frau vom Eli im 1. Samuel-Buch, die war unfruchtbar und die war die Frau von diesem Priester und sie hat gebetet um einen Sohn, weil es eine Schande, eine Schmach war, kinderlos zu sein. Und sie hat einfach gebetet und gebetet und sich gewundert, warum Gott nicht hört, warum der Himmel aus Eisen ist. Sie hat sich gewundert, warum sich nichts, aber auch gar nichts rührt und tut. Und weißt du, was der Grund war, warum der Himmel nichts tat? Weil sie für so eine kleine Schale geglaubt hat, die sie mit Gebeten befüllen musste. Und Gott wusste, es ist so eine Schale, die befüllt werden muss, denn es muss ein Prophet Samuel hervorkommen und um den hervorzuproduzieren, braucht es so eine Schale von Gebet. Und sie dachte, sie muss ein Kind haben aus Unfruchtbarkeit, dafür hätte es so eine Schale an Gebet gebraucht. Und sie gewundert, weil die kleine Schale hat sie schon 10-mal befüllt gehabt mit ihren Fasten und Beten und Kämpfen. Aber was sie nicht wusste, ist, dass der Herr einen Samuel brauchte, der den König David reinbrachte, der praktisch die ganze Messias-Linie reinbrachte, der das ganze Königreich reinbrachte. Es brauchte so eine Schale zum Befüllen. Und du denkst vielleicht, das ist eine Botschaft, hoffentlich aus der Martin auch, weil der Martin sich auch immer fragt, wo bleibt's? Das ist eine gute Frage, eine legitime Frage. Aber der Martin denkt vielleicht, ich hätte gerne vielleicht 1 Million für gut leben, schön den Herrn auch versorgen, aber auch mal, wie soll ich sagen, allen Verwandten mal richtig auf den Putz hauen. Vielleicht, ich weiß nicht, was du machen würdest mit 1 Million, Martin. Keine Ahnung. Aber 1 Million wäre vielleicht gar nicht schlecht. Und der Herr sagt, ich habe dir den Glauben gegeben für eine 30 Millionen Ernte, die mein Reich braucht, damit ich wiederkommen kann. Und dafür musst du nicht so eine Schale befüllen wie für deine Millionchen, sondern du musst, und vielleicht ist auch keine Million, glaubt auch bloß für 300.000. Das ist für manche schon ganz schön viel, ja. Aber weißt du, für 300.000 befüllst du so ein Schälchen an Gebet. Und der Herr weiß aber, du musst so eine Schale befüllen. Das ist die Kumulation, die nötig ist. Und jetzt kommen wir zu dieser, du sagst, Michael, du redest von Schalen, sind wir bei der Beerdigung, da bringt man auch einen Kranz oder eine Schale oder was? Darf es eine Schale sein? Darf es eine größere sein? Schauen wir mal kurz, was das Wort Gottes dazu sagt. In Offenbarung 5, Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Die Schalen werden befüllt mit Gebeten von uns.
das Räucherwerk sind unsere Gebete, die aufsteigen. Und wenn der Tipping Point erreicht ist, wenn der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, wenn das letzte Gebet, Quäntchen Gebetsglaube hinzukommt, dann macht die runde Schale wie? Und kippt aus. Und dann kommt zur Ausgießung des Geistes. Dann kommt zur Erweckung für Europa. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir noch keine Erweckung in Europa haben. Weil wir uns keinen Begriff machen, wie, was für eine Schale für Europa gefüllt werden muss. Wir haben keine Vorstellung. Wir denken, ja, um die Christenzahlen in Gemeinden zu verdoppeln vielleicht oder sonst was. Aber es geht dem Herrn um so viel mehr. Und auch wir beten vielleicht, Herr, gib uns die paar hundert Leute für Salzburg, gib uns das. Dabei sagt der Herr, ich will eine Revolution lostreten durch eure Gemeinde und durch euch. Ihr habt gedacht, ihr müsst so eine Schale befüllen. Ich weiß, ihr müsst so eine Schale befüllen. Magst du kommen zum Mikrofon? Ist es angestellt, das Mikrofon? Oder komm doch hierher. Komm zu mir her, damit sie, gehst ja auch sie. Aber, ist an. Ja. Gut. Woher weiß ich das jetzt aber, dass es eben nicht eine kleine Schale ist, sondern dass es eine große sein muss, weil Gott mir das offenbart? Oder weil wenn du sagst zum Beispiel, sie hat gebetet und gebetet und es ist doch nicht das Kummer, weil es eigentlich ja eine große Schale sein sollte. Aber woher weiß ich das denn dann? Ist es eine große? Ist es eine kleine? Ja, gut, das ist eine sehr gute Frage, oder? Ja. Hört man es? Gut. Das ist eine sehr gute Frage. Aber die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Wäre es eine kleine, wäre sie schon gekippt. Wäre es eine kleine, wäre die kleine Erhörung schon da. Die Tatsache, dass die Erhörung nicht da ist, obwohl du dem Herrn nachjagst mit allem, was in dir ist, beweist es, die Schale muss größer sein. Ganz einfach. Weißt du, natürlich gibt es immer so Sachen wie, ist Sünde in meinem Leben, erhört der Herr nicht, weil es Hindernisse gibt, ist Unglauben in meinem Leben. Aber weißt du, wenn du lang genug betest, hat der Herr mehr als genug Möglichkeiten, es zu offenbaren, wenn es was gäbe. Verstehst du, das ist das Schöne am Beten. Umso mehr du betest, umso mehr du ihn suchst, umso mehr du den Himmel stürmst, umso mehr du fastest, dein Fleisch knechtest und unterwirfst dadurch, umso mehr hat der Heilige Geist alle Möglichkeiten des Universums, dir zu sprechen, zu korrigieren und zu machen. Verstehst du mich? Es gibt, wenn aber trotzdem es noch keine Manifestation gibt, gibt es nur einen einzigen Grund. Die Schale ist größer als gedacht. Ich möchte ein Beispiel nennen. William Seymour, ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt, aber ein schwarzer Prediger mit Augenklappe, vielleicht der berühmteste einäugige Christ, den wir so kannten, ja. Jedenfalls um die Jahrhundertwende. Hungerte nach Gott, dürste nach Gott. Und es war so rassistisch damals, dass er in der Bibelschule im Freien sitzen musste. Er konnte nur durch ein Fenster oder durch einen Türspalt das Ganze mit anhören. Aber er hat sich da, hat die Ego-Schmelze angenommen, hat sich drunter gestellt, hat nicht dagegen aufbegehrt. Er war so dankbar, dass er überhaupt die Bibelschule besuchen konnte, wo er wusste, diese Leiter sind voll mit dem Heiligen Geist. Und er hat das Empfangen, verstehst du, in einer Trennung, in einer rassistischen Abstufung, aber er wollte Gott. Und es war ihm wichtiger wie irgendwelche Schmach oder Demütigung. Wenn er nach Hause kam, hat er 5,5 Stunden gebetet jeden Tag. 5,5 Stunden gebetet. Und hat gebetet und Gott gesucht und war heiß und verlangend. Und irgendwann hat er gesagt, Gott, warum gibt es keinen Durchbruch? Was soll ich tun, Herr? Was kann ich noch tun? Und der Herr sagte zu ihm 2 Worte, bete mehr. Einer, der täglich 5,5 Stunden betet, zu dem sagt der Herr, bete mehr. Und dann hat er es auf 7,5 Stunden, es ist fast ein ganzer Arbeitstag, nur Gebet, Tag für Tag für Tag für Tag. Und dann war er in so einer kleinen Gruppe zusammen an einer unscheinbaren Straße namens Azusa Street. Und dann fiel der Heilige Geist und die gesamte Pfingsterweckung bis heute ist davon hervorgegangen. Weißt du, was der Grund war? Er dachte, er will den Himmel erleben. Er dachte, er will ein paar hundert Leute haben. Er dachte, seine Schale ist so groß. Und der Herr wusste, die Schale ist so groß. Und er wusste, dass diese große Schale 5,5 Stunden nicht ausreichen.
Ich habe heute den Tipp bekommen, wenn du wirklich im Übernatürlichen durchbrechen willst, fliegen willst im Geist, bete 30 Stunden nonstop in Zungen. 30 Stunden. Also immer 24. 30 komplett durch und du wirst eine immense Manifestation erleben. Weißt du, das ist so far out, so weit draußen von allem, was für mich viel heißt. Verstehst du, das nimmt das ganze Mittelfeld von Mitläufern schon mal komplett weg. Das sind die eifrigen Beter, sind der Anfänger und Stümper. Paulus betet mehr in Zungen als wir alle. Häkin hat auch 3 Stunden in Zungen gebetet. Was hat der Herr? Betet mehr. 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden. Herr, betet mehr. 6 Stunden hat er am Stück in Zungen gebetet. Wie glaubst du, hat er die immense Salbung bekommen, der Kenneth Häkin? Nicht, weil er der nette Prediger war, sondern weil er 6 Stunden die Schale befüllte. Kumulation. Maher Schafter, ein totaler übernatürlicher Diener Gottes in North Carolina und so weiter. Charlotte ist der, weiß ich, Südcarolina, kann sein. Auf alle Fälle, dieser Mann wurde gerufen für ein Baby, was fast tot war, zu beten mit seiner Frau, weil er den Ruf hatte, ein Beter zu sein. Weißt du, wann die Manifestation kam? Als er am Stück betete, nach 23 Stunden. Nach 23 Stunden passiert es. Weißt du, einmal hat für einen schwerkranken John G. Lake gebetet. Und der war wirklich gesalbt. Und der war wirklich ein extremer Heiler. Aber nach 16 Stunden kam es zur Heilung. Das sollte uns mal überhaupt einen Trichter geben, überhaupt mal ein Empfinden geben, was mit Kumulation gemeint ist. Wir beten eine halbe Stunde und sagen, jetzt darfst du bald wieder aufhören. Wir beten eine Stunde und stöhnen und denken, es ist viel. Wisst ihr, wir haben noch nicht mal angefangen, in dieser Vorstellung der Schalen zu denken und zu beten. Und wir haben es am Mittwoch schon gehört, was der Herr zu uns spricht. Das Wort zur Stunde im Moment vom Herrn ist überraschend. Das Wort lautet Quantität. Stunden um Stunden um Stunden um Stunden um Wochen um Jahre. Basch! Manifestation. Flächenbrand. Erweckung in Europa. Das braucht eine Schale, ihr Lieben. Nicht ein bisschen gut meinen, ein bisschen war auf der Konferenz. Und so vieles in unserem Leben ist aus einem einzigen Grund noch nicht manifestiert. Nicht weil Gott, weil wir es falsch machen oder weil wir nicht Wunderkinder sind oder weil uns unsere Nase nicht gefällt. Nein, es kam deswegen nicht zur Manifestation, weil es zu keiner ausreichenden Kumulation gelangt ist. Ich weiß, das ist eine Botschaft, die unser Fleisch, also mein Fleisch, quietschen und kreischen und stöhnen und poltern und protestieren lässt, denn wir alle haben ja, also wir haben alles außer Zeit, oder? Ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen anfangen, Zeit auszukaufen und einfach die Quantität zu vergrößern. Wir müssen schaffen, durch die Gnade des Herrn ein bisschen früher aufzustehen, ein bisschen länger abends dran zu bleiben, im Gebet, nicht vom Fernseher, nein, im Gebet, ja. Also, versteht ihr mich, oder in der Mittagspause, wo manche irgendwo mit irgendwem plaudern, die Zeit auszukaufen und eine Viertelstunde wirklich, die sich dir zwischendurch in der Arbeit bietet, wirklich den Himmel zu stürmen. Vielleicht auf die Toilette zu gehen oder in einen Raum, wo du hingehen kannst und wirklich 5 Minuten Vollgas mit Gott voranzugehen, reinzupressen in den Geistbereich. Und dann kommen wir höher und dann kommen die Dinge und dann füllt sich die Wolke und dann füllt sich die Schale. Ich möchte noch eine Bibelstelle anschauen zum Schluss. Ich glaube, die Botschaft ist ziemlich klar und verständlich, oder? Glaube ich, ja. Hebräerbrief. Und zwar Hebräerbrief Kapitel 11, da ist diese wunderbare Definition von Glauben. Und ich bräuchte jetzt Freiwillige, die ein kurzes Anspiel machen, aber ihr müsst fast nichts machen, ihr müsst euch was hier herstellen, damit ich euch so ein bisschen was veranschaulichen kann. Wir brauchen Freiwillige 1. Wunderbar, hier ist schon eine. Nicht alle zugleich, es können noch mehr kommen. Ja, danke schön.
Ja, noch ein paar charmante Freiwillige. Haben wir schon. Gut, wir brauchen eins. Wir brauchen sieben. Sieben. Drei haben wir schon. Wer kommt noch? Ja, der Grisel kann zuschauen bei der Mama. So, jetzt haben wir fünf. Okay, gut. Dieser Vers lautet, jetzt haben wir hier alle, kommt mal ein bisschen darüber, ja. Dieser wunderbare Bibelvers lautet im Griechischen in der Reihenfolge folgendermaßen. Es ist aber der Glaube eine Verwirklichung oder Substanz dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. So, und jetzt weisen wir euch einen Satzteil zu. Da, du hast jetzt den Namen Es ist aber. Wie heißt du? Es ist aber. Wie heißt du? Es ist aber. Genau, du bist Es ist aber. Es ist aber. Du bist der Glaube. Du bist der Glaube. Gut. Du bist Verwirklichung oder Substanz, sagen wir, egal. Verwirklichung. Nehmen wir Verwirklichung, man könnte auch sagen Substanz, man könnte auch sagen Rechtsgrundlage, aber das ist immer dasselbe gemeint. Etwa eine totale, feste, gewisse, ja, gehaltvolle Sache. Das, gut, du bist Verwirklichung, ja? Wie heißt du? Es ist aber. Du bist die Verwirklichung, okay? Warte mal langsam. Du bist, was man hofft. Du bist dessen, was man hofft. Du bist, was man hofft. Du bist also die Hoffnung hier. Du bist Überführtsein. Das ist uns positiv gemeint hier, klar. Du bist Dinge. Und du bist das Unsichtbare, was man nicht sieht. Okay, du bist also das hier. Okay, ja, sind wir drauf auch? Ja, gut. Also, wie heißt du? Die man nicht sieht. Gut, du bist, die man nicht sieht. Du bist Dinge. Du bist Dinge, du bist überführt sein. Du bist überführt sein. Du bist hofft. Verwirklichung. Du bist die Verwirklichung. Der Glaube. Ich bin aber. Es ist aber. Du bist, es ist aber. Gut, so, wir haben also hier diese nette Mannschaft. Es sind sieben, zwei, vier, sechs, sieben. Es sind sieben Komponenten, ja? Sieben Komponenten. Und man könnte meinen, es fängt hier an. Es ist aber... Der Glaube. Verwirklichung. Hoffnung. Überführt sein. Dinge. Immer nicht tief. Genau. Das ist die Definition von Glauben, Hebräer 11,1. Genau. Und jetzt fängt aber... Anders als wir meinen, es fängt wo an? Fängt es da an? Fängt die Kette hier an? Nein. Oder fängt die Kette hier an? Nein. Wir haben gesehen, dass Sichtbares aus Unsichtbaren entstanden. Das Übernatürliche beginnt wo? Hält die Hand? Genau. Hier beginnt's. Also nicht von vorn, also nicht von da fängt es an, sondern wie im Hebräischen von rechts nach links, nicht von links nach rechts. Also du musst den Satz komplett von hinten aufzäumen. Du musst den Satz, die Definition des Glaubens, rückwärts lesen. Es beginnt mit im unsichtbaren Bereich, was man nicht sieht. Dann kommt dazu Dinge. Genau, es sind nicht Seifenblasen, es sind Dinge, die man nicht sieht. Und wenn du das begriffen hast, dass es Dinge sind, das himmlische Ersatzteillager, kommt ein Führtsein dazu. Dann kommt Hoffnung dazu. Dann kommt aus der Hoffnung, wenn du das alles durchlaufen hast, dass du schon Hoffnung hast, wirst du, kommt die Verwirklichung, dann kommt der Glaube, es ist aber, genau. Und hier kommt es zur Bam-Manifestation. Und ganz oft bleiben wir irgendwo da stecken, in der Hoffnung. Hier bleiben wir stecken, genau. Wir bleiben irgendwo da stecken. Es kommt nicht zur Kumulation, es kommt nicht zur Verwirklichung, es kommt nicht zum wirklichen Glauben und es kommt nicht zur Manifestation, es ist aber. Okay, vielen Dank. So, Amen. Wir haben also gesehen, wie viele Stufen durchlaufen werden müssen in dieser Kumulation,
bis zur Manifestation, es ist aber da, kommt. Genau, aber das nur am Rande. Wir haben also gesehen, wir müssen, wie es in Kolosser 3,2 heißt, Kolosser 3,2, schauen wir uns ganz kurz noch an. Da heißt es nämlich, sinnt auf das, oder richtet euren Blick auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Ja, wir müssen unseren Blick quasi auf den unsichtbaren Bereich unbeirrbar richten. Wir müssen Helmer anschauen, nicht Valerie. Wir fangen oft mit, es ist aber die Manifestation, wo bleibt die Manifestation? Wir schaffen Umstand, ich habe immer noch Schmerzen, mein Bankkonto ist immer noch mau. Du schaust auf die Valerie, auf die es ist aber, und es ist aber alles bescheiden, ja. Aber du musst auf die Helmer schauen, das Unsichtbare. Das Unsichtbare sind Dinge, sind wirkliche Dinge, sind wirkliche Realitäten. Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass du uns heute so klar vor Augen geführt hast, was es braucht. Und Vater, ich bitte dich auch um Verzeihung, Vater, wo ich manches Mal schon weit war, aber dann mutlos wurde, aufgegeben habe und vielleicht wieder von vorne anfangen muss. Aber Vater, jetzt wissen wir, wir brauchen nicht aufgeben. Wir können einfach dranbleiben, nicht ermatten, dranbleiben. Und dann kommt es zum letzten Räucherwerk, zum letzten Gebet. Der Tropfen bringt das Fass zum Überlaufen, bringt die Schale zum Kippen und es kommt zur Manifestation. Es ist aber. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für wir wenden uns vom Vielen zum Einen, von der Schrotflinte zum Laser. Vater, wir bleiben bei dem einen dran, was du uns aufgetragen hast, und wir brüten darüber, wie die Henne über dem Ei, bis das Küken schlüpft, bis es zur Geburt kommt, bis es zur Manifestation kommt her, und dann bekommst du alle Ehre. Amen. 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 Gut.